Wir beginnen die Vorstellung der Open-Source-Integrationswerkzeuge mit Apache Camel. Das machen wir deshalb, weil die anderen Tools wie JBoss Fuse, Service Mix oder Talent ESB auf Apache Camel aufbauen. Und dann werden wir dort den einen oder anderen Aha-Effekt haben, dass wir bekannte Dinge von dieser Folge bei den anderen sehen. So, wie ich habe jetzt hier nochmal das Enterprise Integration Pattern Diagramm, das man umsetzen möchte, mit den einzelnen Tools. Genau vorgestellt habe ich das in der zweiten Folge. Und jetzt schauen wir mal, wie dieses aussieht, wenn wir das der Camel-Implementierung gegenüberstellen. Also rechts haben wir das Diagramm, links hier von Zeile 19 bis 45, das ist die Implementierung mit Camel, die direkte Route. Und wenn ich das jetzt vergleiche, dann sieht das auf den ersten Blick recht unterschiedlich aus. Also rechts eine Grafik, links Text. Und da würde ich sagen, da ist überhaupt keine Ähnlichkeit drin auf den ersten Blick. Aber wir möchten mal ein bisschen genauer hinschauen. Also ich gucke mal hier rechts drauf. Los geht's mit einer HTTP-Komponente. Das haben wir auch hier. Dann haben wir eine JSON nach XML-Umwandlung. Hier rufen wir den Open Weather Map Dienst auf. Das passiert auch hier. To Open Weather Map. Wir sehen, wie es weitergeht, dass wir hier eine Konvertierung haben, ein XSLT. Ja, dann ein Router mit Choice, verschiedene Pfade. Ein Pfad, da guckt er, ob das Ergebnis, ob dann Count 1 ist. Und wenn nicht, gibt er hier eine Fehlermeldung zurück. Also hier diesen Pfad nicht gefunden. Und wir haben dann nochmal ein weiterer für Temperatur über 20 Grad. In diesem Fall schreibt er die Nachricht, die umgewandelte in eine Message Queue Beach und gibt eine Meldung zurück. Genau diesen Pfad haben wir hier und dann noch den Pfad für sonstige, für kleiner 20 Grad hier mit Otherwise. Also wir sehen, auf den zweiten Blick sehen wir doch recht nahe dran am Diagramm. Wir finden hier alles wieder. Gut, also das ist ganz, ganz typisch, was wir hier für Apache Camel sehen. Apache Camel hat angefangen, dass wir Integrationsabfolgen ausdrücken mit Java-Code, mit einer fließenden Sprache, mit einer Fluent Language. Das sehen wir jetzt hier mit diesem From, das können wir eigentlich fast lesen, From, HTTP und so weiter, da läuft das Ganze durch. Und normalerweise ist Java nicht dafür geschaffen, um damit problemspezifische Sprachen oder Domain-Specific Languages, DSLs, damit zu realisieren. Aber bei Camel hat man das trotzdem gemacht mit dem Builder-Pattern und hat hier die Möglichkeit dann in der Fachsprache, in der Integrationssprache zu arbeiten. Hier ist noch so ein bisschen außenrum, das wird jetzt mit Java 8 und Camel 3 noch ein bisschen schöner. Das ist einfach ein bisschen Boilerplate-Code, dass ich das hier schreiben kann. Hier unten sehen wir noch eine weitere Besonderheit von Camel. Vergisst mal diese paar Zeile, die erkläre ich später noch. Das ist nicht speziell Camel, sondern das ist hier Code, um Camel zu überwachen. Da haben wir ein weiteres Projekt eingebunden. Hier unten in der Main braucht man im Prinzip zum Camel starten nur eine einzige Zeile. Hier diese über. Hier habe ich es mit Spring gemacht. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie ich das in Camel machen kann. Und da starte ich das über den Application Context und dann startet er mir hier diese Route hoch. Ja, und damit sehen wir auch so ein bisschen, was Camel ist. Camel ist eigentlich nur eine Bibliothek. Ich habe das Ganze hier mal in ein Maven-Projekt eingebunden und guck mal in die POM, das Project Object Model von Camel, von Maven, und sehe dann, dass mein Projekt, das ich hier beschreibe, verschiedene Abhängigkeiten hat und einfach, dass ich hier diese Abhängigkeiten rein deklariere, dass ich Apache Camel brauche und hier nochmal verschiedene Module, also Camel Core, Spring, weil wir es mit Spring konfiguriert haben, Jetty für HTTP und XML to JSON. Das ist eigentlich alles, was ich angebe. Ich lade Camel nicht mal herunter, ich mache nicht mal einen Download, sondern ich gebe das jetzt hier im POM an und Maven besorgt sich für mich die Abhängigkeiten. Ich bin aber nicht gezwungen,
Maven einzusetzen. Ich könnte auch sonst irgendwie diese Jars beschaffen oder lokal herunterladen. Also ich habe da alle Freiheiten. Ich kann Camel genauso gut im Application Server betreiben, im Tomcat auf einer OSGI-Plattform und so weiter. Das ist auch ganz typisch, dass wir da vollkommen frei sind. Aber zu diesen Aspekten vielleicht mal im Anschluss mehr. Mir geht es vor allem darum, wie entwickle ich denn mit Camel. Aber bevor wir uns diese Route nochmal genauer angucken und was da passiert ist, möchte ich das Ganze mal starten und ausprobieren, ob es funktioniert. Also ich starte und wir sehen, es ist relativ kurze Zeit vergangen und er hat jetzt Camel hier in 0,6 Sekunden gestartet. Und jetzt kann ich mal probieren, ob die Route so funktioniert. Und dazu gehe ich hier mal in den Postman. Und Postman, das ist ein schönes kleines Tool, eine Erweiterung für den Chrome-Browser, mit dem man Rest-Aufrufe absetzen kann. Wen es interessiert, ich habe nochmal eine Folge aufgenommen und habe den Postman genau beschrieben oder kurz beschrieben. Ja, den setze ich jetzt ein, um einen Request an den Localhost 8081 Vacation zu schicken mit diesem JSON-Dokument hier. Und da klicke ich jetzt einfach mal auf Send und sehe, aha, ich kriege als Meldung zurück Enjoy the Sun. Ja, werfen wir mal hier einen Blick auf die ActiveMQ-Konsole. Ich habe im Hintergrund noch einen ActiveMQ, einen Message-Broker hochgefahren. Der ist nicht Bestandteil von Camel, den habe ich separat aufgesetzt und habe den aber angebunden und das war die falsche Taste. Ich gehe da nochmal rein. In die Queues. Queue-Ansicht vom ActiveMQ und sehe, aha, er hat eine Beach Queue. Wenn ich an die Beach Queue reingehe, sehe, da ist eine Nachricht drin und diese Nachricht kann ich mal anschauen und dann sehe ich, aha, ja, da ist ein XML-Dokument drin, Thomas, Singapur und 26,5 Grad, so wie sein soll und unsere Route, das hat geklappt. Jetzt gehen wir nochmal hier rein in den Code und gucken, wie das Ganze so entwickelt wurde. Also wir sehen, dass wir hier mit diesem From, dass das ja eigentlich ein Methodeaufruf ist, der dann hier so zusammengestückelt wird. Und fast jede dieser Zeile stellen ein Enterprise Integration Pattern dar, die wir hier gesehen haben, wie beispielsweise diesen Request-Response-Aufruf oder diese Transformation. Wenn ich da jetzt einer einbauen möchte oder das verändern möchte, gehe ich einfach hier rein und benutze die Eclipse. Ich benutze meine IDE, IntelliJ oder was ich sonst benutze und kann hier jetzt mit Completion vorgehen. Also ich kann hier jetzt nochmal einen Schritt einbauen, beispielsweise da ein Wiretap und kann sagen, ja, ich möchte meine Nachricht, die hier durchfließt, vielleicht jetzt nochmal abspeichern in eine temp.xml-Datei. So, und das ist alles, was ich dazu machen muss. Abspeichern. Ja, und wenn ich das nächste Mal ausführe, wird das entsprechend hier weggeschrieben. Ja, das sieht zunächst mal ziemlich aufwendig aus, ist aber ziemlich komfortabel dann, da es ziemlich kompakt ist, ziemlich mächtig ist und ich kann hier ziemlich viel tun. Allerdings muss ich Java programmieren können. Ich muss mich natürlich auch sonst bei der Integration ganz gut mit meinen Formaten auskennen. Aber es ist eine schlanke Lösung, eine flexible und unheimlich mächtige Lösung. Ja, ich möchte aber vielleicht trotzdem so ein bisschen genauer sehen, was so in der Route passiert. Vielleicht will ich es einfach nur auch meinem Chef verkaufen, dass ich das grafisch darstelle. Und dazu wechsle ich jetzt nochmal in den Browser. Und zwar hier in die Hot.io-Konsole. Hot.io oder Harvard.io ist ein schönes Tool fürs Monitoring und das habe ich hier aufgesetzt und bei Camel nochmal ein Tool reinkonfiguriert, das was ermöglicht, über JSON Java zu managen, Java zu verwalten. Und
Ja, darüber kann ich dann die Camel-Konsole oder eine Camel-Konsole hier in Harbord.io einbinden. Camel ist hier, oder das hier ist ein Camel-Plugin. Und ich sehe jetzt hier meine Camel-Kontexte. Aha, Vacation. Und Vacation läuft seit 4 Minuten. Das ist Camel in dieser Version. Einer Vorgang hat er completed. Und das ist, wie lange er hier ungefähr gebraucht hat dafür. Und jetzt kann ich mal diese Routen auch nochmal genauer angucken, die im Kontext drin sind. Das ist eine Route, natürlich mit den gleichen Daten. Und ich gehe nochmal ein Stückchen weiter. Diese Route, die kann ich mir dann auch als Quelle angucken lassen. Allerdings hat er mir das jetzt schon in die XML-DSL umgewandelt. Und ich kann mir das als Routendiagramm anzeigen lassen. Also er visualisiert mir jetzt meine Route, die ich mit der Java DSL geschrieben habe. Also wir sehen hier oben nochmal from Chatty und so weiter. Auslesen vom Text, vom Name, Locken und auch hier unten meinen Choice mit Temperatur gleich größer als 20 Grad und meinem Otherwise. So, und da können wir vielleicht jetzt nochmal die Vorschau daneben halten. So, mit meinem Enterprise Integration Patterns Diagramm. Und da sehe ich dann wieder ja, mehr Ähnlichkeit dazwischen und finde es wieder. Das Tool, das hier aufsetzt, Harbord.io, ist ziemlich genial. Ich kann damit auch debuggen, ich kann ein Tracing machen, die Nachrichten verfolgen, ich kann ein Profiling machen und kann dann anschauen, wie lange es gedauert hat, die einzelnen Routen aufzurufen. Und sie dann hier nicht nur die Routen, sondern wie lange die einzelnen Schritte gedauert haben. Also ihr seht hier, aha, er hat hier, war dann lange gedauert, gebraucht dafür, beispielsweise für den Aufruf des externen Service. Klar, da geht das Ganze übers Internet, dafür hat er ein bisschen gebraucht. Hier für die Choice, da macht er einen XPath-Ausdruck, das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Komischerweise die XSLT-Transformation, die hat hier nur 6 Millisekunden gedauert. Das hier, das ist der Code, der unsere Route beschrieben hat. From Machete HTTP-Endpunkt. Also wenn die Nachricht reinkommt an diese URL, läuft diese Route ab. Dieser Code aber hier, der wird nur einmal aufgerufen. Der ist ja hier in dieser Configure-Methode drin. Und der wird nur einmal aufgerufen, wenn diese Route erstellt wird. Dann läuft dieses Java-Programm ab und dieses Java-Programm erzeugt dann die Camel-Route, die dann im Hauptspeicher ist und die dann mehrfach aufgerufen werden kann. Und da möchte ich jetzt einfach nochmal weitermachen und eine zweite Route einbauen, um zu zeigen, was man alles mit Camel machen kann, was so die Besonderheiten sind, wenn ich diese Java-DSL einsetze. Also wenn ich eine Programmiersprache benutze, um die Routen zu erstellen. So. Da mache ich jetzt einfach nochmal eine Route. Ich sage from und nehme dieses Mal einen Active MQ-Endpunkt und sage mal, die Queue soll Shop heißen. Und dann schreibe ich das Ganze zum anderen Endpunkt, zum File-Endpunkt und er soll die Nachricht einfach im lokalen Filesystem ablegen. So. So könnte ich das einfach machen. Das wäre auch möglich mit jedem anderen Tool. Aber passt jetzt mal auf, was ich mache. Ich baue hier eine Vorschleife ein und zähle hier einfach mal von 1 bis 100. So. In der Schleife. Und in diese Schleife setze ich jetzt das Erzeugen dieser Route. Und ich baue mal den Queue-Namen mal automatisch zusammen. Shop minus plus i und mache halt vielleicht hier auch noch mal ein Verzeichnisname in Shop plus i. So. Jetzt wird dieser Code natürlich 100-mal ausgeführt. Und ich kriege 100 Routen, die auf 100 Queues lauschen. Ich könnte das Ganze auch kombinieren mit einer Datenbankabfrage und könnte diese Konfiguration aus einer Datenbank rauskriegen. Das hatte man schon mal beim Kunde, bei dem war es möglich, dort haben wir über 1000 von denen aufgesetzt auf diese Weise. Und
Wenn wir das von Hand gemacht hätten mit dem GUI-Tool, da wäre uns der Finger eingeschlafen. Und hier können wir das mit Camel ganz, ganz elegant machen, weil wir die Flexibilität haben, weil wir die Mächtigkeit haben von einer Programmiersprache. So, ich möchte das aber mal laufen lassen. Ich starte jetzt mal die Route. Wir sehen oder die Routen. Wir sehen hier fährt Camel hoch und jetzt habt ihr hier gesehen, Route 83, 84, 85, die startet da jetzt alle durch und hat insgesamt jetzt 101 Routen gestartet. Und wenn ich jetzt meinen Broker einen Refresh mache, sehe ich tatsächlich, dass er hier diese ganzen Shop-Queues angelegt hat. Und jetzt diese 22er Queue, die nehme ich mir mal und sage, er soll mal hier was reinschreiben. Also, ich schreibe mal hier rein Hello from Shop oder sowas. So, und schickt das mal ab. Weg ist es. Und werf dann mal einen Blick in mein Ihn-Verzeichnis. Das haben wir hier hoffentlich hat angelegt. Ich mache mal einen Refresh. Ich sehe ihn. Und ein Unterverzeichnis hat er angelegt, weil da eine Nachricht reinkam. Die hier ist noch von vorhin. Als ich das Ganze mal getestet habe und hier hat er mal sie jetzt abgelegt im Shop 22 Verzeichnis, genau Hello from Shop. Also ich denke, das zeigt auch ganz gut, was ich hier mit Java machen kann, mit einer DSL, mit einer domainspezifischen Sprache. Also ich liebe dieses Konzept der problembezogenen Sprache, weil ich da ziemlich ausdrucksstark was ausdrücken kann. Also ich kann das hier vielleicht auch mit Leuten von der Fachabteilung durchgehen. Natürlich zum Schreiben ist es ein bisschen komplexer und ich habe hier alle Möglichkeiten. Ja, fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Ja, Camel ist kein Tool für jeden. Also der eine oder andere ist hier vielleicht schon mal total abgeschreckt. Camel ist auch kein kompletter Enterprise-Service-Bus, sondern es ist ein Integrations-Framework. Ja, das einfach nur mal zunächst als Bibliothek daherkommt, das aber kombiniert werden kann mit einem Message Broker, wie ich es hier gemacht habe. Ich kann es kombinieren, wie ich es hier gemacht habe. Einfach mit ein paar Zeilen Code. Das reicht hier, um darüber Eulogia und dann darüber, das ist Harvard.io einzubinden, die Management-Oberfläche. Ich kann das kombinieren mit einer Runtime-Umgebung, beispielsweise mit einem Tomcat oder mit einem OSGI-Container oder vielleicht jetzt ganz neu mit Docker oder sonstiger Microservice-Technologie. Damit kann ich Camel kombinieren und habe dann auch den Runtime-Aspekt, den Bus-Aspekt, den Integrationsaspekt und habe einen vollwertigen ja, Enterprise-Service-Bus. Ich kann aber auch Camel ganz klein und reduziert laufen lassen. Ich kann es auf einem Raspberry Pi betreiben. Ich kann es programmatisch in meine Anwendung reinsetzen. Ich bin da überhaupt nicht irgendwie festgelegt. Ich habe da alle Möglichkeiten. Aber halt klar, diese DSL. Und das ist ein bisschen Geschmackssache. Aber wie wir später auch noch sehen werden, ist es auch bei manchen grafischen Tools so, dass ich das hier brauche, dass ich mich damit auskennen muss, um, ja, ich sag mal, grafisch Integration betreiben zu können. Ja, damit habe ich schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben, also bleibt dran, wenn euch interessiert, wie ich klitzegleiches Szenario anders umsetze. Das nächste Mal, da werden wir uns den Talent ansehen, den Talent ESB, ein kommerzielles Open Source Projekt. Da in diesem Camel ist auch Camel verbaut und da sehen wir dann, wie wir hier oben drauf eine schöne Oberfläche kriegen und da einiges tun können. Ja, wie gesagt, wer es interessiert, bleibt einfach dran und wir schauen uns demnächst den Talent ESB an. Bis dann, tschüss!